Hallo und herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Heute habe ich wieder mal einen Clankrieg Review für euch parat, aber diesmal sind es sogar zwei Clankrieg Reviews, weil nämlich unser Clankrieg gegen Big Red Academy leider genau in eine Wartungspause hineingefallen ist und deshalb nur ein einziges gutes Replay übrig geblieben ist. Und genau das werden wir uns auch mal anschauen. Und ihr seht schon, 82,73% gegen 82,47%. Wir sind mit 36 zu 36 Sternen da rausgegangen aus diesem Clankrieg. Und es war wirklich, wirklich knapp, muss man sagen. Overall, die Zerstörung, eigentlich haben die Gegner relativ viele 3 Sterne bei uns geholt. Wir haben aber auch einige gemacht und wenn man mal so den Vergleich ansieht, sie haben einen 3-Stern mehr, dafür haben wir 2 Sterne mehr und sie haben noch einen 1-Stern übrig gelassen. Und wir haben sogar einen Town Hall 10er von ihnen 3 Sternen können. Und zwar war das Smokey. Nur leider ist genau diese Wiederholung natürlich nicht mehr verfügbar. Dafür werden wir uns den Angriff auf die Nummer 8 anschauen. Auf Taida Saida von Suyus der Nummer 5 von uns. Und zwar greift er hier mit Golaloon an, Golems von rechts, Sprungzauber, ganz klassisch. Er hat mittlerweile schon relativ viel Erfahrung darin und macht es auch immer häufiger. Schöne 3 Sterne, die er dabei immer holt. 23er King und 23er Queen, die helfen dann natürlich auch ziemlich. Ein Lavahund aus der Clanburg, der wird auch von den Magiern jetzt angegriffen und auseinandergenommen. Die Golems sind schon reingesprungen, der König wird gezündet. Und das Ziel ist jetzt hier unten die erste Luftabwehr und natürlich die Königin, die oben gerade noch verteidigt. Die kleinen Lavahündchen, die müssen alle noch besiegt werden. Und da springt die Königin und ein paar Magier oben rein, um noch die gegnerische Königin, die verteidigende Königin zu besiegen. Und die Luftabwehr unten steht noch und da fängt Suyus schon an, links oben mit den Truppen, mit den Loons und den Hunden zu setzen. Und es sind immer noch alle 4 Luftabwehren da. Aber jetzt seht ihr, wie die Königin nach rechts unten noch mit dem letzten Schuss eine Luftabwehr auseinander nimmt. Da kommt ein Hund von ganz links und die Loons schweben jetzt in die Mitte rein, verstärkt durch die ganzen Wutzauber. Und der letzte Hund kommt von rechts unten, genauso wie der letzte Wutzauber, der da noch geworfen wird. Und es sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Es ist eigentlich, alle Verteidigungen sind down. Es bleibt nur noch ein Tesla und die eine Luftabwehr, die noch etwas geschützt ist von dem Luftfeger. Und die Loons werden etwas abgetrieben, aber der Lavahund war relativ stark und hat es geschafft, die Luftabwehr wirklich zu einem Minimum an Lebenspunkten herunterzubringen. Und jetzt sind alle Verteidigungen weg. Die Königin lebt noch und ansonsten ist es nur noch Clean-Up-Arbeit. Und obwohl dieser Rathaus 9er wirklich auch schon von den Mauern her sehr, sehr weit war, hat es Suyus wieder mal geschafft, ihn zu 3 Sternen. Und wir beschleunigen hier den Clean-Up-Vorgang einfach und sehen noch, wie die letzte Elixierpumpe fällt. Das war einer der besten Angriffe auf Big Red Academy. Wie gesagt, leider sind die anderen Replays alle verloren gegangen und ich hätte nur zu gerne den von Smokey gezeigt. Aber dafür schauen wir uns jetzt einfach mal den nächsten Krieg an. Und zwar den Krieg gegen Berlin Busters. Wieder mal so ein richtig knappes Ding. Mit 32 zu 31 Sternen, aber immerhin, wir haben wieder mal gewonnen. Wir sind ziemlich, ziemlich zufrieden. Und ich fange einfach mal mit dem Angriff von Smokey an. Dafür, dass er den einen nicht kriegt, kriegt er jetzt mal den anderen, würde ich sagen. Auf die gegnerische Nummer 1. Diese Base kommt jetzt auch schon mir etwas bekannt vor. Ich sehe die immer öfters, auch in Clankriegen. Scheint ganz gut zu funktionieren, aber Smokey hat einen sehr, sehr guten Weg gefunden, sie zu besiegen. Und zwar mit 4 Golems geht er hier ganz, ganz vielen Magiern, 4 Hexen und einem Packer, der aus der Clanburg rauskommt mit noch ein paar weiteren Magiern. Und das Besondere an dieser Base, wie ihr seht, die beiden Inferno-Türme stehen sehr, sehr nah beieinander. Heißt, Smokey schafft es, die Inferno-Türme mit einem einzigen Freeze beide zu treffen. Und hier das Ganze gleich noch einmal, dass die auch ja überhaupt keinen Schaden anrichten können. Und alles läuft jetzt praktisch in die Mitte hinein. Sehr, sehr schön dieser Angriff hier von der Seite. Die Seite ist meiner Meinung nach meistens die bessere Option, anstatt irgendwie von oben oder von unten zu kommen. Da von der Seite am meisten einfach geholt werden kann. Und auch wenn jetzt in der Mitte hier der König draufgegangen ist, die Golems, die tanken da noch ein bisschen. Unten sind noch ein paar Hexen am Werke, die noch ein paar Verteidigungen geholt haben.
Und obwohl wir jetzt erst bei 42% stehen, wenn wir jetzt nach oben schauen, da sind noch zwei Hexen übrig und auch die 40er Königin ist noch da und noch nicht einmal ihre Fähigkeit wurde auch noch nicht einmal gezündet. Und 47%, es läuft in eine sehr, sehr gute Richtung. Cleanup-Truppen hat Smokey auch noch dagelassen. Und JT Hirsch wird hier jetzt schon mit 2 Sternen überrumpelt. Und wir speeden das Ganze wieder mal ab. Die Königin räumt hier noch ein paar Sachen weg. Von oben kommen noch ein paar Bogies dazu. Und auch die letzte Minute ist hier eigentlich nur noch Cleanup von der Königin. Und auch eine Bombe macht da überhaupt nichts mehr. Es geht nur noch darum, wirklich viele Prozente noch für die Durchschnittsprozente abzusahnen. Und bei 74% sind wir dann beim Ende. 75% hat sogar noch da links unten ein kleiner Lucky geholt. Also sehr, sehr guter Angriff mit Erdbebenzauber, auch sehr interessant von links. Der hat durch seine größere Reichweite, wie wir hier sehen, hat er wirklich mit seiner 7er Reichweite hatte der wirklich sehr, sehr viele verschiedene Verteidigungslinien erreicht und dann mehrere Mauern noch zerstören können, was da ein Sprungzauber nicht vermocht hätte. Dann würde ich mal sagen, springen wir mal weiter. Diesmal zur Abwechslung mal eine Verteidigung von unserer Nummer 14, von Knuddelangel 22. Und zwar gegen ihren Angreifer, gegen ihren direkten Gegenüber, gegen die Nummer 14 Yoko von Berlin Busters. Der hat sich hier auch für Golaloon entschieden, beziehungsweise nicht einmal Golaloon, es ist einfach nur ein... Ah ja doch, da sehen wir einen Golem. Also selber hat er keine mitgebracht, sondern nur Lavahunde. Magier hinterher, Golem rein, Sprungzauber, sehr, sehr klassisch. 13er King, 10er Queen, ist etwas niedrig, aber mit denen geht es auch, habe ich ja auch schon öfters gemacht. Und der Golem springt ja auch schön rein, alle kommen hinterher. Der Lavahund aus der Clanburg ist auch schon mittlerweile besiegt. Und hier sehen wir auch, ein Luftfeger ist in diesem Kreis drinnen, eine Luftabwehr und die Königin, also eigentlich perfekte Voraussetzungen. Aber jetzt kommt der erste Hund von unten und die Loons, die schweben da alle zur Seite. Die haben irgendwie überhaupt keine Lust, auf die Luftabwehr zu gehen. Man sieht da, die Verteidigungen sind wirklich so gut gesetzt, dass die Luftballons da jetzt zur Seite hin wegfliegen und sich überhaupt nicht um die Luftabwehren kümmern. Oben ist die einzige Luftabwehr, die von den Loons down geht. Unten hat Yoko noch in Verzweiflung ein paar Loons gesetzt, die es auch noch schaffen, die dritte Luftabwehr zu besiegen. Aber die vierte bleibt einfach links unten stehen und die ganzen Loons sind umsonst. Auch die oben werden gerade noch angegriffen und bald zerstört werden. Der Luftfeger nervt da auch noch ein kleines bisschen. Und Yoko hat da eigentlich überhaupt keine Chance, da die Loons wirklich alle von den Luftabwehren so weggedriftet sind. Sehr, sehr schade für ihn, gut für uns, würde ich sagen. Und wir beschleunigen das Ganze mal wieder. Die Loons räumen hier noch ein paar Verteidigungen weg. Aber jetzt fliegen sie direkt entgegen dem Luftfeger. Und das kann jetzt dauern. Und die Zeit läuft ihm da auch langsam davon. Und da bleibt er stehen bei 46%. Keine Chance hier, auch nicht einmal auf einen Stern. Hätte er sich vielleicht noch ein, zwei Clean-Up-Truppen übrig gelassen, wäre es vielleicht noch oben was geworden. Aber so leider nicht für ihn. Dann habe ich noch zum Schluss einen weiteren schönen Angriff, noch mit einer anderen Taktik. 3 Sterne, wieder mal von Suyus, der scheint sich auf 3 Sterne zu spezialisiert zu haben. Und zwar nicht einmal Golaloon, sondern diesmal mit Gohawk. Ein wirklich formidabler Sprung hier mit 2 Golems von links, ein paar Magiern hinterher, ein Drache und ein Loon kommt da aus der Clanburg heraus. Der Giftzauber verlangsamt alle. Und King und Queen, 23er jeweils, die wieder natürlich ordentlich da mithelfen, laufen hinterher. Und ihr seht, ein 3. Golem kommt von unten. Also wir haben hier 3 Golems und nur 24 Schweine, die jetzt alle von oben gesetzt werden und da von oben reinlaufen. Und anstatt, also es gibt Taktiken mit 2 Golems, Taktiken mit 3 Golems und Yusuyus hat sich hier für 3 Golems entschieden und sogar für 2 Sprungzauber. Und insgesamt für 3 Heilzauber. Man muss dazu sagen, Suyus ist mittlerweile schon Rathaus 10. Deshalb hat er auch insgesamt 5 Zauber dabei. Was ihm natürlich da auch einen kleinen Vorteil bietet. Aber ansonsten ist er da noch nicht, so weit auf Rathaus 10. Da er das erst vor kurzem geworden ist. Und die Schweine machen da eben einen guten Job.
Die Golems laufen da noch ein bisschen rum. Die Verteidigungen links sind schon alle weg. Ein weiterer Heilzauber schützt die Schweine da vor dem Sterben. Die Schweine nehmen dann die letzte Verteidigung, noch einen Bogenschützenturm aus. Und dann wenden sie sich gegen das Elixierlager und ignorieren diesen König einfach, der da auf sie eindrischt. Hätten sie sich da mal gedreht und auf den König eingeschlagen, wären sie jetzt noch am Leben. Aber da haben sie sich wohl, hatten sie wohl kein Interesse an dem König. Aber das macht überhaupt nichts mehr, denn der Angriff ist so weit schon fortgeschritten, dass noch genügend Clean-Up-Truppen übrig sind. Oben haben wir noch den König, der noch rumläuft, ein Golem. Die Königin ist auch noch da mit ihrer Fähigkeit, die noch nicht gezündet wurde. Und es stehen im Endeffekt noch 14% an gegnerischen Gebäuden. Die Königin wird jetzt gezündet und oben herum läuft der König und cleant da noch. Und wir beschleunigen das Ganze wieder mal und schauen zu, wie die Königin und der König hier einfach noch die restlichen Prozente holen und mit dem dunklen Elixierbohrer die 3 Sterne sicherstellen. 24 Schweine, 2 Sprungzauber, 3 Heilzauber, 1 Giftzauber und insgesamt 3 Golems. Sehr, sehr coole Kombination, die Suyus da wieder aufgefahren hat. Und wieder mal 3 Sterne für uns. Wir haben jetzt insgesamt bis auf den einen Verlust hier, wie ihr in unserem Kriegslog sehen könnt, gegen Baked. Das war auch ein ziemlich, ziemlich cooler. Den hätte ich sehr, sehr gerne gereviewt, aber leider gab es da auch eine Wartepause. Haben wir jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Siege gehabt. Wir sind eigentlich jetzt relativ weit nach oben gekommen und es geht so langsam in Richtung Level 8. Und wir hoffen mal, dass das auch bald dann der Fall sein wird. Es wird wohl noch ein paar, zwei Monate dauern, würde ich jetzt ungefähr schätzen. Aber bis dahin wird es natürlich immer wieder Reviews geben. Und ich werde demnächst auch mal ein Review von meinem zweiten Account posten. Der ist nämlich in einem unserer kleinen Clans und das ist auch immer relativ witzig, wenn man so einen Clan kriegt mit kleinen Rathaus-Vierern, Fünfern, Sechsern, Siebenern, Achtern und Neunern hat und nicht immer nur Rathaus-Neuner und Rathaus-Zehner. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf meinem Channel.